Mensch, Ron, ist es nicht verrückt, wie lange der Doofwettbewerb schon wieder her ist? Das stimmt, die Zeit rennt, Savannah. Aber schau, was uns Schönes geblieben ist. Ja. Sag mal noch, weißt du eigentlich, wie es am Anfang richtig losging? Na, das war doch im März 2017, wo der Bürgermeister Bachmann in der Ortschaftsratssitzung kam und gesagt hat, Mensch, Waldkirchen, ihr solltet da mitmachen. Wenn es einer schafft, dann ihr. Ja, ach ja, kannst du dich noch an die großen Fragezeichen bei uns im Kopf erinnern? Waldkirchen, knapp 750 Einwohner, gelegen im nördlichen Vogtland. Ja, eine eingeschlafene Vereinskultur mit überalterten Vorständen. Keine wirkliche Infrastruktur, eine gute Handvoll Unternehmen, nichts wirklich Schönes. Und dann sollen wir uns gegen andere Dörfer behaupten? Das war ein echt guter Witz vom Bürgermeister. Das stimmt. Aber der hat nicht locker gelassen. Und irgendwie habe ich mich breitschlagen lassen, den Hut aufgesetzt und alles zusammengeschrieben. Und guck mal, wie überrascht wir waren, wo dann plötzlich 60 Seiten Bewerbungen rauskommen. Aber weißt du was? Die zeige ich dir jetzt nochmal. Oh ja, unser Waldkirchen schien doch interessanter als auf den ersten Blick gedacht. Beim Zusammenschreiben sind wir dann regelrecht über unser Maskottchen Edwin gestolpert. Ein Blick von oben auf Waldkirchen hat die Form eines Menschen. Das war der perfekte rote Faden, der sich im Grunde bis heute durch alles durchzieht. Sogar das Organisationsteam hat sich danach benannt. Team Edwin. 5 Dorfleute, die sich vorher nur lose kannten, alters- und interessenmäßig auch nicht unbedingt aus einem Topf kommen und trotzdem sind da alle Fäden zusammengelaufen. Stimmt. Das Team hat alles auf die 4 fest definierten Themenschwerpunkte des Wettbewerbes abgestimmt. Man muss einfach mal losmachen, auch mal Sachen ausprobieren. Ach ja, und zwischendurch haben wir uns noch mit Stangengrün getroffen. Sie waren in den Vorjahren bis in den Bundeswettbewerb gekommen. Von solch alten Hasen bekommt man echt gute Tipps. Wichtig ist dabei nur, trotzdem seinen eigenen Weg zu gehen. Schon bald kam die Frage auf, wie wollen wir in 3 Stunden der Bewertungskommission unser langgezogenes Dorf eigentlich zeigen? So kam die Idee mit einem Film. Die Sache mit dem Film, ich und mein Weh, war wirklich super. Wir haben so viele Leute und so schöne Ecken mit einbeziehen können. Das Dorf war bei der Vorpremiere total gerührt. Mit solchen Aktionen haben wir das Dorf gut eingebunden und auch langfristig zusammengebracht. Die Vorbereitung des Besuchs war ja dann auch nochmal richtig Arbeit gewesen. Und dann, gefühlt waren die 3 Stunden Kommissionsbesuch in 10 Minuten vorbei. Am Ende ging das genauso schnell wie die Siegerehrung auf Schloss Leubnitz. Zack, 4 Minuten nach Veranstaltungsbeginn hieß es Waldkirchen 1. Platz. Danach ging es erst richtig los. Oh Mann, was haben wir für tolle Dinge auf die Beine gestellt. Ein lebendiger Adventskalender, Rumstein, Zeichzeichen, dann im Frühjahr. Vergiss nicht die Bürgerforen, die ins Leben gerufen wurden. Da können die Leute bis heute ihre Ideen einbringen und Aktuelles erfahren. Natürlich sind uns dabei auch Schwachstellen aufgefallen. Der Jugendclub musste zum Beispiel renoviert werden. Da haben wir den Jugendlichen beim Vorrichten geholfen.
Die Seniorennachmittage wurden auch neu angeschoben. Neue Werbung, interessante Themen. Dann kam ja auch schon die nächste Kommission auf Landesebene. Wir konnten die ganze Entwicklung des letzten Jahres aufzeigen. Es waren ja nicht nur die großen Highlights. Genauso wichtig ist es, dass sich die Vereine im Dorf untereinander besser vernetzten. Weißt du noch, wir hatten Politiker für ein kurzes Video gewinnen können, warum Waldkirchen das Zeug zum Sieger hat. Am besten kam es an, dass wir auch Sachen drin gelassen haben, die nicht so gut klappten. Ja, wie der Bürgermeister Bachmann. Liebe Waldkirchner, es wird nicht. Das war eine gute Idee, dass wir so viele ins Boot geholt haben. Und außerhalb von Waldkirchen auch. So hatten wir hier und da jemanden, der uns Türen öffnen konnte. Und überhaupt hatten wir auch Lieder und andere für uns gewinnen können. Und dann war ja das Jahr auch schon wieder rum. Zur Siegerehrung waren wir noch nervöser als im Jahr zuvor. Stimmt, und wir haben es tatsächlich geschafft. Immer noch unglaublich. Oh ja, aber dann erstmal wieder Party im Dorf und alle einladen zum Dankesagen. Das waren immer die besten Momente. Für die letzte Runde auf Bundesebene haben wir die Vereine noch mehr zusammengebracht. Zum Beispiel mit einem übergreifenden Stammtisch, bei dem auch mal die jungen Mitglieder zu Wort kommen sollten. Es war so ein richtiges Wir-Gefühl. Vergiss nicht die Homepage, die wir aufgelegt haben. Ja, jeder, der will, aus den Vereinen hat Zugriff und so sind dauerhaft aktuelle Infos online. Durch Edwin, dessen Farben und seine Geschichte ist uns ein gutes Corporate Identity für Waldkirchen unter dem Motto Weil das Wir gewinnt gelungen. Der Wanderweg mit Infotafeln durchs gesamte Dorf ist dabei die Krönung. Nicht zu vergessen, in all der Zeit haben sich so viele Ideen entwickelt, die wir sogar bei einem anderen Wettbewerb namens Simul Plus einbringen konnten. Das hat unsere Kriegskasse nochmal gut gefüllt, hat ja auch zwischendurch alles ein paar Euro gekostet. Der dritte und letzte Kommissionsbesuch war für uns rundum perfekt. Wetter, Stimmung, Zeitplan, alles auf den Punkt. Es war ein wirklich gelungener Tag und auch Ende unserer Reise. Naja, das richtige Ende und die entsprechende Feier waren ja dann in Berlin auf der Grünen Woche. Und dann nochmal Händeschütteln beim Bundespräsidenten. Weißt du, was wir noch gar nicht erwähnt haben? Unser Edwin Hausen. Ja, solche Leuchtturmprojekte sind schon sehr wichtig in dem Wettbewerb. Ach je, du hast recht. Mensch, der alte ungenutzte Schulgarten. Jetzt der beste Spielplatz und Generationstreffpunkt überhaupt. Die erste Idee, die Planung, der Liederantrag und die Unterstützung der Stadt. Alles durch uns angeschoben. So ein großes Projekt in Waldkirchen, da hat uns der Wettbewerb echt Türen geöffnet. Und, was würdest du so anderen Dörfern mit auf den Weg geben, die auch Lust haben mitzumachen? Naja, auf jeden Fall nicht so viel nachdenken, einfach mal loslegen. Ja. Das Ganze ist ein Marathon und kein Sprint. Ein Schritt folgt dem nächsten. Mhm. Und wenn ich sehe, dass unser Team Edwin bis heute befreundet ist und was sich sonst alles in Waldkirchen getan hat, dann haben sich die vielen Stunden kein Schlaf und Arbeit auf jeden Fall gelohnt.